älteste Tochter, die ist jetzt 12, die ist jetzt in dem Alter, in dem sie sich beginnt, dafür, ein bisschen genau dafür zu interessieren, was ihre Eltern eigentlich genau machen. Und vor kurzem am Abendtisch fragt sie mich: Papi, wozu forschst du eigentlich genau? Und ich: Geschichte der Wissenschaftspopularisierung. Was? Ja, das ist eben, also wie in der Vergangenheit Wissenschaft popularisiert wurde, zum Beispiel Museen, bla bla bla. Und schon kam natürlich das Wort langweilig. Und dann hat sie sich so auf den Tisch gelegt, angefangen zu schnarchen. Und damit war das Gespräch zu Ende. Ich hoffe, dass ich sie nicht so in der Art langweilen werde oder sie es zumindest besser verbergen werden. Wir alle jedoch müssen uns wohl auch selbst fragen, wie unterhaltsam, wie publikumswirksam unsere Forschung zur Wissenschaftspopularisierung ist. Also das ist mein Eindruck jetzt von vielen, nicht von der Tagung, das nehme ich aus, aber von langen Jahren der Lektüre, dass die Geschichte der Wissenschaftspopularisierung selbst nicht immer sehr, sehr prickelnd oder sehr spannend ist. Also vielleicht können wir darüber auch nachdenken. Wir sind es gewohnt, in Fallstudien zu arbeiten und diese dann auch zu präsentieren. Das ist in gewisser Weise die Essenz von Forschung. Jetzt hat man aber immer häufiger die Klage, das ist auch schon in der Tagung angeklungen, auch in der Geschichtswissenschaft, in der Wissenschaftsgeschichte, dass bei all diesen Fallstudien das große Ganze, das Big Picture, ein bisschen verloren geht. Und das ist auch das Gute an dieser Tagung, dass die versucht, dem gegenzusteuern. Ich will auch meinen Beitrag dazu leisten und ganz gegen meine Gewohnheit sozusagen keine Fallstudie präsentieren, sondern einen diachronen Längsschnitt, der sich jetzt also über 3 Jahrhunderte erstreckt, um so, wie es im Untertitel heißt, auf Kontinuitäten in der Geschichte der Wissenschaftspopularisierung seit der Aufklärung aufmerksam zu machen. Das ist also in gewisser Weise für mich jetzt selbst ein Experiment. Dieser diachrone Längsschnitt geht notwendigerweise, ne, zu Lasten einer Kontextualisierung, also Historisierung der angeführten Beispiele und Belege. Das kündige ich jetzt hier gleich am Anfang an, ja, werde aber im Vortrag dann nicht mehr ständig erneut darauf hinweisen. Klar ist uns allen, dass sich in der Wissenschaftspopularisierung seit dem 18. Jahrhundert in gewisser Weise alles grundlegend geändert hat. Also die Wissenschaft selbst, die Wissenschaftler, die Publika, die Vermittler und die Orte und die Medien, an und mit denen Wissenschaft vermittelt wurde. Ja. Also das sei hier ausdrücklich betont, aber ab jetzt geht es nur noch um die Kontinuitäten, um eine Art Tiefengrammatik der Wissenschaftspopularisierung. Jetzt legen wir los mit dem 18. Jahrhundert. Ich fange an mit einem Zitat, das ein bisschen beschreibt, wie populär die Naturwissenschaften geworden sind. Die Wissenschaften haben sich wirklich unentbehrlich gemacht. Und wo ist noch ein Zirkel von gutem Ton, in dem man nicht von Elementarfeuer, Magnetismus, Elektrizität, Prinzip Ontogène, den Ursachen der Dinge, ja, von den abstraktesten Gegenständen der Metaphysik mit einer Leichtigkeit und Interesse sprechen höret, die in Erstaunen setzet. Selbst die ernsthaftesten Wissenschaften haben jetzt so gut ihre pedantische Miene ablegen und sich in ein gefälliges Modegewand kleiden gelernt, das ihnen in keiner Damengesellschaft mehr der Zutritt verwehrt wird. Also so der etwas ironische Kommentar von Christian Hufeland im Journal des Luxus und der Moden. Zum Beispiel hier ein paar Zeitschriftentitel der Aufklärung, wo wir sehen, das ist auch irgendwie mal ein Versprechen, ja, der Autoren, die das publizieren, dass man hier gut unterhalten wird, ja, aus allen Bereichen des Wissens. Mein sozusagen Beispiel ist die Elektrizität, die vielleicht zu der Modewissenschaft der Aufklärung wird seit den 1740er Jahren, und zwar deshalb, weil sie in der Lage ist, höchst spektakuläre, überraschende, unterhaltsame Phänomene zu präsentieren, wie wir hier zum Beispiel, also das Grundprinzip ist immer dasselbe, es wird eine Person isoliert, ja,
und elektrisiert. Und in dem Fall wird das Mädchen, das da auf diesem Zuber steht, ist in der Lage, mit ihrer Hand Papierschnipsel anzuziehen. Oder es werden auch Glocken wie von Geisterhand geläutet. Also man kann eine Unmenge an überraschender und spektakuläre Phänomene hervorbringen. Ja, weitere Beispiele sind hier das Entzünden auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite, Weingeist Alkohol in dem Löffel, ja, durch den Funken, der aus dem Finger der Person nebendran kommt. Oder zu Ihrer Seite rechts der berühmte elektrische Kuss, eine Dame wird isoliert, der Galan nähert sich ihr und beim Versuch, sie zu küssen, kommt es zu einer Entladung, die wohl auch schmerzhaft sein kann. Abénolé ist ein ganz wichtiger Elektrizitätsforscher, ja, für die Theorie der Elektrizität. Er ist aber gleichzeitig einer dieser Salonwissenschaftler. Ja. Wir sehen ihn hier in Aktion, wieder mit dem Versuch, dass die Versuchsperson die Papierschnipsel mit der Hand anziehen kann. Und rechts ein spektakulärer Versuch im Freien vor dem französischen König. Kartäusermönche bilden einen Ring, ja, und werden gleichzeitig elektrisiert, bekommen also im selben Moment einen Schlag und hüpfen dadurch im selben Moment in die Höhe. Das war natürlich ein wunderbares Spektakel und sehr schön anzusehen. Wissenschaft wird im 18. Jahrhundert auch in gelehrten Gesellschaften durch Vorträge und eben auch durch Vorführung von Experimenten, wie wir hier sehen, demonstriert, gezeigt und gewinnt so ein großes Publikum. Sie wissen, im 18. Jahrhundert und im Zuge dieser Forschung wurde auch der Blitzableiter erfunden und diese Schutzfunktion des Blitzableiters konnte man auch zeigen, demonstrieren, vorführen, durch dieses Donnerhaus, das sozusagen das, was im Großen passiert, der Einschlag des Blitzes in die Kirchturmspitze, wird im Modell nachgeahmt und dieser Versuch mit diesem Donnerhaus, das dann sozusagen auseinanderfällt, manchmal sogar explodiert, findet man zum Teil heute noch in Museen. Es wurde versucht, sozusagen auch den Naturkundeunterricht mit Experimenten in den Schulen zu etablieren. Und hier ein Beispiel aus Augsburg. Johann Christoph Tenn schlägt dort vor, im Gymnasium so eine Art Experimentalunterricht einzuführen. Er begründet das wie folgt. Solle die Naturlehre nicht nur nützlich, sondern auch reizend und angenehm vorgetragen werden, ja, so muss sie nicht nur durch gründliche Beweise, sondern hauptsächlich durch vielerlei dabei angestellte Versuche gelehrt werden. Denn dadurch wird nicht nur das vernünftigste Vergnügen befördert, sondern auch eine beständige Aufmerksamkeit bei den Zuhörern erhalten. Also der denkt schon sehr genau darüber nach, wie er die Schüler bei Laune halten kann, ja, wie er sie interessieren kann. Welche begierig werden, das, was sie jetzt gesehen haben, auch zu verstehen und zu beweisen, woher es komme und warum sich dieses und oder jenes bei den Körpern und der Natur so verhalte. Was sagt die zuständige Schulbehörde in der Antwort? Ja, also sie kritisiert diese, was ich Anreiztheorie nenne, ja, dass man die Schüler erstmal sozusagen gewinnen muss, die Aufmerksamkeit erregen muss. Ob von einer solchen Lehrstunde in der Experimentalphysik ein Nutzen zu hoffen, wenn die jungen Leute nicht vorhero durch eine Anleitung in der Mathesis, hauptsächlich aber in Arithmetik und Geometrie, dazu präpariert werden, oder ob nicht zweitens vielmehr zu besorgen, dass sie ohne solche die Experimenta ohne allen Verstand und Begriff ansehen und wieder davon gehen, wie sie gekommen sind. Also der Schulrat befürchtet, dass das überhaupt nichts nützt, wenn man denen einfach nur Experimente zeigt. Es geht sozusagen in einem Ohr rein und im anderen wieder raus. Ja, das ist sozusagen die Debatte in der Zeit, wie man experimentelle Wissenschaft am besten vermittelt. Und wir finden das sozusagen diese Kritik in vielen Zitaten, in Aufsätzen. Nur so ein paar Beispiele. Also das sind über diese elektrischen Experimente ergötzen mehr den Verstand, mehr das Auge als den Verstand. Ja, das ist es. Sozusagen sinnlich gegen rational. Es sind Versuche, die zwar prächtig in die Sinne fallen, aber auch deswegen nicht selten die Einsicht in die Wahrheit erschweren, ja, also das schwerer machen.
und Augen, also diese Versuche, Augen und Ohren so zu beschäftigen, dass man darüber vergisst, daran zu denken, was eigentlich Elektrizität sei. Also die Kritik, das Eigentliche, das Nachdenken, das nach Gründen suchen, das wirkliche Verstehen geht verloren durch die Sinnlichkeit. Das ist die Kritik. Ja? Ein wichtiger Akteur in diesen Diskursen ist Georg Christoph Lichtenberg, Physikprofessor in Göttingen, der selber Physik unterrichten durfte, musste, ja, und der deshalb wusste, ja, aufgrund seiner Erfahrung mit den Studierenden, ein physikalischer Versuch, der knallt, ist allemal mehr wert als ein stiller. Ich glaube, das ist heute noch genauso. Ja. Und er schreibt auch, Vernünftige erlernen zwar immer die Wissenschaften ihres Nutzens wegen, aber der galantere Teil der Welt fängt erst als dann an zu lernen, wenn man ihn durch einen Beweis, der auch ein Spaß sein muss, zeigt, dass man auch eine Wissenschaft zum Spaß lernen kann oder um damit zu spielen. Daher muss oft der größte Naturkundige in seinem Vortrag einen mittleren Weg zwischen dem Lustigen und Ernsthaften nehmen. Also hier haben wir sozusagen diesen Vorschlag, einen Mittelweg zu gehen, ja, zwischen dem Unterhaltsamen und dem Instruktiven, dem mehr Theoretischen. Und das hat mich erinnert auch an, was uns Herr Munoz gestern erzählt hat über den Honig, ja, den man sozusagen um die Amphore schmieren muss. Lichtenberg selbst redet von Süßereien, ja, von Zucker, den man den Studierenden geben muss. Also es ist genau dieselbe Argumentationsfigur. Ein zentraler Begriff in dieser ganzen Debatte ist die Neugierde. Ja, das ist überhaupt sozusagen, das haben wir schon gehört, in der abendländischen Geschichte ein zentraler Begriff in diesem Kontext. Und im 18. Jahrhundert gibt es so eine Spannung. Ja? Es gibt sozusagen die löbliche, die gute Neugierde, ja? Das ist sozusagen der Wissensdurst, gegen die bloße Neugierde. Das ist sozusagen diese bisschen einfache Neugierde, die nur sozusagen an Unterhaltung interessiert ist, die Schaulust. Ja? Und das müssen wir immer wieder verfolgen. Wie wird die Neugierde konnotiert? Ja? Weiteres Beispiel, neben der Elektrizität, es gibt ganz vieles, aber die Ballonfahrt ab den 1780er Jahren. Und hier haben wir zum ersten Mal auch wirkliche Massenevents. Ja? Also bei diesen Aufstiegen mit den Heißluftballons haben wir Tausende von Zuschauern. Ja? Also vielleicht deswegen habe ich hier Event Fragezeichen in Klammer gesetzt. Ja? Vielleicht geht es da schon los mit der Eventisierung der Wissenschaft. Eine wichtige Gruppe der Vermittler sind die sogenannten wissenschaftlichen Schausteller, ja, die sich ihr Geld damit verdient haben, dass sie eben Elektrizität und andere Phänomene gezeigt, gelehrt, vorgeführt haben und dafür Eintritt kassiert haben. Sie wurden deshalb von den Leuten wie Lichtenberg auch entsprechend abgewertet, als, das sind jetzt alles Originalzitate, Scharlatans, das sind nur Taschenspielereien, was diese wissenschaftlichen Schausteller vorführen auf einem Marktplatz oder in irgendeiner Gaststube, Betrügereien. Und im Konkret über einen dieser Elektrisierer namens Martin Berschitz sagt Christoph Lichtenberg, er ist der größte Ignorant und der unüberschwänglichste Windbeutel, den man sich denken kann. Also nicht gut zu sprechen. Was passiert hier? Die Naturwissenschaftler, die Physiker sind dabei, sich zu professionalisieren, ihre Nische im universitären Betrieb zu finden und sie betreiben eine Grenzziehungsarbeit. Ja? Sie definieren sich in Absetzung zu diesen Schaustellern. Und ich habe hier so eine Liste der Kontraste gemacht. Der richtige Naturkundige, der sucht nach der Wahrheit, die anderen suchen nur nach Gewinn, sind Betrüger, machen eine bloße Show, machen das für die große Masse, für den Pöbel, könnte man fast sagen. Ja, und das ist alles immer sehr sichtbar. Sie wiederholen aber nur Altbekanntes, sie bringen nichts Neues. Ja? Während der richtige Wissenschaftler, der richtige Naturforscher, der ist natürlich sozusagen, der macht es für die wenigen, die Eingeweihten und fördert Neues zutage. Ja? Das sind sozusagen diese kardinalen Unterschiede und diese Boundary Work ist ganz wichtig für die Herausbildung dieser modernen Persona des Naturwissenschaftlers. Wir landen im 19. Jahrhundert. Und wir sehen, die Wissenschaft ist immer noch in. Ja? Hier ein Zitat
von 1839 vom Präsidenten der British Association for the Advance of Science. The very amusements as well as the convenience of life have taken a scientific color. Also wie schon im Salon im 18. Jahrhundert ist es jetzt offensichtlich gar nicht anders. Ich habe schon vor über 20 Jahren einen britischen Wissenschaftshistoriker kennengelernt, Ewan Morris, der damals zur Elektrizität im viktorianischen England gearbeitet hat. Also mit sehr ähnlichen Fragestellungen wie ich zum 18. Jahrhundert. Ja? Und das ist sein erstes Buch, Frankenstein's Children. Und er wollte das nur sozusagen für seine Promotion machen. Das Thema hat sich aber als so ergiebig erwiesen, ja, dass er das im Prinzip schon seit 20 Jahren weiterverfolgt, diese Culture of Science im viktorianischen England, vor allem was die Elektrizität angeht, aber auch andere Wissenschaftszweige. Und er hat also jetzt schon insgesamt 3 oder 4 derartige Bücher geschrieben, die diese gerade auch diese öffentliche Wissenschaft analysieren und darstellen. Und sozusagen einer zentraler Charakter dieser, vor allem dieser Londoner Wissenschaftskultur ist der sogenannte Professor Pepper, ja, der also auch vor großem Publikum, das ist jetzt so 1870er Jahre, entsprechende Elektrizitätsspektakel aufgeführt hat. Jetzt haben wir schon ganz neue Technologien, jetzt haben wir schon den Elektromagnetismus, Induktionsspule, den Dynamo, aber von da sozusagen, es funktioniert nach wie vor ähnlich. Ja? Man kann ganz überraschende Phänomene hervorzaubern, ja? Und damit das Publikum anlocken, begeistern, interessieren. Dieser Professor Pepper hat aber auch ganz andere Vorstellungen gegeben, indem er sozusagen die Laterna Magica, das ist so eine Vorform des Dia-Projektors, genutzt hat, um auf der Bühne, Sie sehen das, es wird unten projiziert und dann hochgespiegelt, Geister erscheinen lässt. Das war sehr berühmt in den 1870er Jahren in London, Pepper's Ghost, ja, eine große Publikumattraktion. Das hat die Forschung auch schon stark aufgearbeitet. Hier 2 Beispiele, Science in the Marketplace. Wobei bei Marketplace geht es jetzt nicht nur um sozusagen um ökonomische Interessen, sondern es geht auch um Aufmerksamkeit. Ja? Wie gewinne ich die Aufmerksamkeit des Publikums? Da muss sich die Wissenschaft, gerade auch die neuen Wissenschaften, die müssen sich beweisen. Ja? In London des 19. Jahrhunderts und anderswo. Buch von Andreas Daum zu Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert zeigt es für den deutschen Fall. Und da auch ein Beispiel, ja, also wie sozusagen die deutschen Bürger beisammen saßen und sich über ein, also das ist eine bestimmte Form eines Mikroskops, diese Fliege an die Wand haben projizieren lassen. Und das war natürlich faszinierend. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Ort dieser populären Wissenschaft, den Zoo. Ja, ein hybrider Ort im mehrfachen Sinne. Ja? Denn für was steht der Zoo im 19. Jahrhundert? Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Ja? Das muss erstmal ausverhandelt werden in der, sozusagen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich ist die Zielsetzung eher eine wissenschaftliche. Dann kommen Ideen dazu, dass man dort auch Tiere züchten könnte, akklimatisieren, für die sozusagen Landwirtschaft in Europa nutzbar machen. Immer wieder kommt auch das Argument, das ist ein Institut der Volksbildung, dort kann man den Menschen sozusagen was über exotische Tiere beibringen. Oder ist es sozusagen ein Ort der Massenunterhaltung, des Spektakels? Arterhaltung, Naturschutz, das kommt erst im 20. Jahrhundert. Friedrich Knauer, ein Wiener Popularisator, Zoogründer, stellt sich den sozusagen seinen idealen Zoobesucher so vor, also mit dem Buch in der Hand, an den Käfigen, Tierhäusern wandelnd, studierend. Ja. Die Realität sah natürlich so aus, ja. Möglichst nah ran an die Tiere, Beziehungen aufbauen, füttern. Das ist ein Beispiel aus der Menagerie Schönbrunn in Wien. Sozusagen die Masse setzt sich durch. Der Zoo wird demokratisiert und in erster Linie sozusagen ein Ort für der Unterhaltung. Ja? Hier ein paar Zitate aus der Sekundärliteratur. Nicht? Also es gibt dort Enhanced Tensions between Science and Commerce in the Management of the Zoo. Und finally, Curiosity triumphed over Knowledge. Ja?
Friedrich Knauer versucht wieder so einen Mittelweg zu gehen. Ne? Also sowas steht, ein moderner Tiergarten, Belehrung und Vergnügen zu verbinden. Also das versucht er zumindest. Ja? Aber wie dann ein Journalist Anfang der 1920er Jahre schreibt, da geht es darum, ob in Wien sozusagen jetzt da endlich ein Ausschank in den Zoo kommt oder nicht. Und er meint ironisch, ob ein Tiergarten ohne Biergarten möglich ist oder nicht, die Zukunft wird es lehren. Ein Zoo braucht einen Biergarten, das ist klar. Ja? Im Zoo werden auch Menschen ausgestellt, als exotisch inszeniert, ethnografische Schaustellungen, hier zum Beispiel in Wien, wo wir auch sehen, wie die Besucher sozusagen, europäischen Besucher durch, hier sehen wir die beiden Damen mit den Hüten, durch dieses Ashanti-Dorf gehen und sich genau anschauen, was diese vermeintlichen Exoten da genau tun. Wieder so eine hybride Form zwischen Spektakel, Kommerz, Kolonialismus, Forschung. Einerseits muss es echt wirken, ja, das muss authentisch sein, sonst gehen wir da nicht hin, sonst schauen wir es nicht an. Gleichzeitig muss aber all das gut eingeübt sein, weil die machen natürlich auch Tänze und Ähnliches. Ist auch ein interessanter Ort für die Anthropologen, die Anatomen, die Linguisten, ja, die dort sozusagen fremde Menschen direkt studieren können. Ne? Dort werden Körper vermessen, Tänze studiert, Kultgegenstände, je nachdem, eingesammelt und dem Museum einverleibt. Und es gibt ja einen interessanten Deal, ja, eine Vereinbarung zwischen den Schaustellern und den Forschern. Sozusagen, wir Forscher sozusagen geben euch das Gütesiegel der wissenschaftlichen Qualität und ihr gebt uns dafür Zugang zu diesen Menschen, zu diesen Objekten für unsere Forschung. Ja? Oft wird es aber eben auch wieder kritisiert, sei bloßes Spektakel, Scharlatanerie. Karl Hagenbeck hat diese Form, wenn man so will, im großen Maßstab eingeführt und erfunden. Hier hat Eskimos ausgestellt, zum Beispiel 1880 im Berliner Zoo. Das ist jetzt eines meiner Beispiele. Und gleichzeitig hat der Schausteller Farini dieses Mädchen Grau, das eine ganz starke Behaarung aufwies, ausgestellt und als Missing Link, sozusagen als halb Mensch, halb Affe inszeniert und sozusagen damit diese ganzen Diskussionen um den Darwinismus aufgenommen und das sozusagen vermarktet. Ja. Rudolf Virchow, Sie wissen, das war sozusagen einer der Großwissenschaftler im 19. Jahrhundert, ungeheuren Einfluss hatte, der hat beide Shows gesehen. Ja. Und was sagt er über Hagenbeck? Die Eskimos. Diese Menschenvorstellungen sind sehr, sehr interessant für jeden, der sich einigermaßen klar werden will über die Stellung, welche der Mensch überhaupt in der Natur einnimmt und über die Entwicklung, welche das Menschengeschlecht durchmessen hat, weil die Eskimos sozusagen einen vermeintlichen Urzustand repräsentieren. Aber hier sehr lobend, Virchow, ja, das ist wirklich sehr interessant. Was sagt er über Grau, ja, ein paar Jahre später? Sie als Missing Link im Sinne des Darwinismus zu bezeichnen, ist eitel Humbug. Was in den Zeitungsreklamen darüber gefabelt worden ist, muss bis auf minimale Züge als ganz unhaltbar bezeichnet werden. Wir sehen hier also, der Wissenschaftler urteilt, gut, kommt ins Töpfchen, schlecht, kommt ins Kröpfchen. Ja? Wir kommen ins 20. Jahrhundert, dazu werde ich jetzt schon gar nicht mehr so viel sagen. Da kennen Sie selbst sehr viele Beispiele. Es geht aber weiter. Wissenschaft ist nach wie vor weiterhin. Egal, ob wir an die Dinosaurier denken, wenn man viele Besucher ins Naturkundemuseum locken will, dann stellt man sich einen Tyrannosaurus Rex auf. Ja. Der Neandertaler ist ein Dauergast in den Medien. Auch die Kometen, sehen wir hier, sind noch von Interesse, nicht? Also mit Jury und der Sonde Rosetta, den Fall Gunther von Hagens und Körperwelten, den kennen Sie selbst alle. Also wir haben nach wie vor diese Mischung aus Spektakel, Kommerz, Wissenschaft, Forschung, Unterhaltung, Bildung und wo jedes Mal sozusagen kontrovers diskutiert wird, was es jetzt eigentlich genau ist und was es dem Publikum bringt. Ja? Wir haben neue Medien im 20. Jahrhundert, das Fernsehen, das Wissenschaftsfernsehen. Aber zum Beispiel sagt Marcel Lafollette in ihrer Analyse des US-amerikanischen Fernsehens ganz kritisch, also the need to attract the largest possible audience pushed television's version of science, whether intended as education or fiction, even more
even more towards sensationalism, politics, celebrities, and representation, and away from the discussion of ideas, away from the real, away from attention to the thought and reasoning behind scientific conclusions and recommendations. Also wenn wir jetzt dran denken, was das Scholachat, der Schulrat in 1764 in Augsburg gesagt hat, ja, also man sollte doch, es muss doch erst sozusagen die Theorie kommen, dass das rationale Nachdenken, die ganze Vorbildung, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Die Kritik ist strukturgleich hier, 250 Jahre später. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie Science Center sozusagen sich selbst darstellen und bewerben. Das sind jetzt nur ein paar Auszüge aus den Homepages. Und es kommen immer dieselben Schlüsselbegriffe. Ja? Das Universum in Bremen will Neugierde wecken, zum Staunen verführen, Begeisterung hervorrufen und Fragen provozieren. Ja? Verblüffende Experimente bringen sie während unserer täglichen Science-Shows zum Staunen. Hier gibt es Wissenschaft mit Spaßgarantie. Nicht? Also die beiden müssen immer zusammen sein. Ne? Die Phänomenta in Flensburg fordert auf, entdecke den Forscher in dir, ausprobieren, entdecken, staunen und begreifen. Ja? Also wenn Sie an die Rhetorik der Aufklärung denken, hat sich im Prinzip sozusagen fast nichts geändert. Auch die Versuche, zum Beispiel dieses Kugelstoßpendel, das kennen Sie alle, das kann man sich auch zu Hause auf den Schrank stellen, das ist aus dem 18. Jahrhundert. Ja? Dort wurde das zuerst benutzt und auch verkauft. Das Pheno Wolfsburg, vom Staunen zum Denken, es ist dieser Moment des Entdeckens, auf den es ankommt. Passive Verwunderung wird zur aktiver Neugier. Also hier haben wir sozusagen die gute Neugier. Lassen Sie Ihre Neugier freien Lauf und gehen Sie auf eine Abenteuerreise durch die Welt der Phänomene. So, abschließend werde ich jetzt versuchen, sozusagen ein paar Kontinuitäten auf den Punkt zu bringen. Nicht? Also wir haben diese Spannung zwischen Vergnügen und Aufklärung durch die Jahrhunderte weg. Ja? Unterhaltung, Unterricht, Spaß, Instruktion, Sehen, ne, also das bloße Sehen versus Verstehen, richtig begreifen. Ja? Bloßer Zeitvertreib versus Nützlichkeit, das heißt auch Anwendbarkeit, ja, in der Technik. Und immer wieder bei Lichtenberg und auch später dann diese Suche nach diesem Mittelweg. Ne? Also wie kann man das so da bieten, dass wir die Schüler, die Studierenden, das Publikum nicht verlieren, aber gleichzeitig denen was beibringen. Ja? Das ist sozusagen das große Problem, das große Dilemma der Wissenschaftspopularisierung und daran hat sich letztlich wenig geändert. Denn um das Publikum, das ist die zweite Kontinuität, muss nach wie vor geworben werden. Ja? Nach wie vor ist diese Vorstellung da, ja, das ist ja eigentlich sozusagen ein leeres Gefäß, das muss gefüllt werden, das muss aufgeklärt werden, unterrichtet werden. Das ist das sogenannte Defizitmodell, das kennen Sie wahrscheinlich. Ne? Andererseits ist das Publikum aber auch dazu da, durch seine Präsenz, durch sein Interesse, durch seine Nachfrage, durch dass sie auch Bücher kaufen, ins Museum gehen, einer Wissenschaft, einem Gegenstand Legitimität, und zwar öffentliche Legitimität zu verteilen. Das meinte ich vorhin mit dem Marktplatz der Wissenschaft. Es geht dabei immer auch um Aufmerksamkeit, und aber eben auch um Klienten, die bezahlen. Denn wir haben gesehen, viele dieser Fälle, die ich vorgestellt habe, ist auch immer ein Geschäft, ja, ein Business. Wir haben auch gesehen, am Beispiel von Lichtenberg und auch von Virchow, wir müssen die Popularisierung und vor allem eben auch die Popularisierer, müssen denen auf die Finger schauen, was machen sie? Ja? Machen sie das richtig? Ja? Weil sonst droht eben, dass sie, weil sie eben auf Überraschung, Effekt, bloße Unterhaltung setzen, dass kleine Betrügereien vorkommen, dass das Ganze eben an der Oberfläche bleibt, dass nichts wirklich gelernt wird. Ja? Oder im schlimmsten Fall ist jedenfalls das Argument im 18. Jahrhundert, wenn da Geister erscheinen, dass eigentlich ein neuer Aberglaube befördert wird. Also hier geht es letztlich darum, wer bestimmt, was ist relevantes Wissen, was soll popularisiert werden und wer darf das. Ja?
Und das verweist darauf, dass eigentlich diese Figur des Popularisierers, also diese Schausteller, der Professor Pepper, Hagenbeck, Farini, Gunther von Hagens, alle diese sozusagen Showmen, irgendwie schillernd bleiben. Wir hatten auch bei Ihnen das Beispiel von Tyson, ne? Neil deGrasse Tyson, ne? Der so als Magier inszeniert wurde. Das ist immer so ein bisschen unklar, ne? wofür der steht. Ne? Das ist kein richtiger Wissenschaftler irgendwie, ne? Er ist nur Übersetzer, aber was genau macht er? Und er steht eben, weil er unter Beobachtung steht, unter diesem Generalverdacht, ne? Dass er sozusagen, es geht ihm nur um die Aufmerksamkeit, es geht ihm nur um das Geschäft. Er setzt nur auf das Visuelle, ja, auf das, was man sehen kann oder vielleicht noch hören. Er übertreibt des Effektes willen, ja, oder weil er mehr Zuschauer haben will. Er spitzt zu, denn letztlich ist er ein Geschäftemacher. Das ist sozusagen die Kritik an dem Popularisierer. So, jetzt werfe ich noch ein paar sozusagen starke Thesen in den Raum, ja, weil es geht mir darum, sozusagen diesen Diskurs, den wir heute haben über Populärwissenschaft, ein bisschen zu verorten, zu historisieren, auch ein bisschen zu hinterfragen. Ja, es ist oft heute davon die Rede, jetzt haben wir einen Boom der Populärwissenschaft. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Diesen Boom der Populärwissenschaft haben wir mindestens seit dem 18. Jahrhundert. Und wenn wir uns die ganzen Vorträge seit gestern Nachmittag angehört haben, dann geht es noch viel weiter zurück. Ja. Dann haben wir auch die These, dass die Wissenschaft zunehmend medialisiert ist. Also medialisiert ist in dem engeren Sinne, dass sie eben in der Zeitung ist, im Radio, im Fernsehen und so weiter. Und dass sich das sozusagen in den letzten Jahrzehnten enorm verdichtet hätte, dass die Wissenschaftler auch bewusst die Medien suchen für ihre Forschung. Das ist mindestens seit dem 18. Jahrhundert so, ja, das haben wir gesehen. Die müssen immer sozusagen die Öffentlichkeit suchen, um sozusagen für ihre Wissenschaft Orte zu finden, Widerhall zu finden, Legitimität zu garantieren. Und man hört auch immer jetzt sozusagen, die Leute verstehen zu wenig Wissenschaft, deswegen müssen wir popularisieren, deswegen müssen die Forscher endlich aus ihrem Elfenbeinturm kommen. Ich sage jetzt einfach mal ganz provokativ, die waren nie im Elfenbeinturm. Ja? Die mussten schon immer dafür sorgen, dass ihre Wissenschaft, ihre konkrete Forschung akzeptiert wird, dass sie dafür Gelder bekommen, dass sie dafür Rückhalt kriegen, und deswegen müssen sie die auch vertreten, öffentlich präsentieren, darüber schreiben oder selbst zu Popularisatoren werden. Also diese Longue Durée von 3 Jahrhunderten oder mehr hilft uns, diese Kontinuität zu sehen. Letzte Folie zu diesem. Worum geht es mir? Es geht um dieses Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit, das ein dialektisches ist. Ja? Es gab ja auch schon in den vorigen Vorträgen diesbezüglich entsprechende Hinweise. Und dass wir das am besten als Beziehungsgeschichte, als Histoire croisée beschreiben zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, die sich sozusagen durcheinander und miteinander entwickelt haben. Ja? Durch permanente Aushandlungsprozesse. Ne? Was muss popularisiert werden, was will das Publikum sehen? Ne? Also deswegen hat eine aktive Rolle, das Publikum. Ja? Denn es hat gewisse Sehgewohnheiten, ein gewisses Vorwissen, auch vielleicht bestimmte Sorgen, Wünsche, Bedürfnisse, Fragen. Und darauf muss die Wissenschaft, die Populärwissenschaft, eben auch reagieren. Und das haben wir jetzt gesehen, das ist sogar schon im Römischen Kaiserreich so gewesen. Kann man noch viel weiter zurückverfolgen. Und all diese Formate, die ich vorgestellt habe, Elektrizität, Ballonaufstieg, Zoo, die Freakshow, beziehungsweise die ethnologischen Schaustellungen, Körperwelten, Science Center, sind eben per se hybrid. Die können auch gar nicht anders funktionieren. Ja? Die oszillieren immer zwischen Show, Spektakel, Unterhaltung, Unterricht und Forschung. Und es kann letztlich auch nicht anders sein. Und wir werden sehen, wie die Wissenschaftspopularisierung sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass gerade diese Formel wird auch in der Zukunft die Formel sein, die Erfolg verspricht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.